Die Entwickler haben zwei neue Sets mit insgesamt 48 neuen Objekten veröffentlicht, die ich euch in diesem Video genauer vorstellen möchte. Viel Spaß beim Ansehen! Wie ihr ja schon in den letzten Wochen mitbekommen habt, haben die Entwickler zwei neue Sets angekündigt, die auch schon vor ein paar Tagen veröffentlicht wurden. Und zwar haben wir einmal das D-Sims 4 Fashion Street Set und das D-Sims 4 Ancient Style Set bekommen. Es sind zwei verschiedene Ersteller, ein Sim-Modus Sets, einmal mit Klamotten, die so ein bisschen an den koreanischen Stil, vom koreanischen Stil inspiriert wurden. Und das andere, etwas bunter, geht so ein bisschen in die indische Richtung. Und ich dachte mir, ja, wir starten jetzt eigentlich mal direkt ins Spiel. Heute erstaunlicherweise in einem Video mal nicht im Baumodus, weil meistens ist es eher der Baumodus, aber wir wechseln direkt mal in den Ersteller in Sim-Modus. Und da wären wir auch schon. Ich würde mal sagen, wir schauen uns direkt mal die neuen Oberteile an, die mit den beiden neuen Sets dazugekommen sind. Die Objekte sind ja allgemein von Mumbai inspiriert. Das stand zumindest so in der Beschreibung. Ein Ort in Indien. Und ja, wir schauen uns die jetzt hier einfach mal an. Wieder bei diesem Set, was mir immer ganz gut gefällt, eine bunte Mischung an verschiedenen Farben. Eigentlich so mein Favorit. Manchmal ist es ja eher pastelliger oder manchmal auch einfach nur dunkle Farben, aber hier ist alles so ein bisschen dabei. Mal schauen, ob das bei den anderen Objekten auch so ist. Mir gefällt irgendwie diese, ja, dieses Accessoire eigentlich ganz gut. Normalerweise enden die Ketten hier oben, aber heute mal ein bisschen weiter unten. Dann haben wir dieses Oberteil. Gibt es auch wieder in verschiedenen Farben. Ich weiß nicht, dieses Element hier oben gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut. Das würde ich meinen Sims jetzt wahrscheinlich nicht so oft anziehen. Aber viele von euch werden dieses Outfit bestimmt mögen. Dann haben wir hier auch so ein bisschen, könnte ich mir auch vorstellen, bei so einem Abendoutfit. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Auch wieder in verschiedenen Farben. Hier auch so ein bisschen mit Gold. Das könnte ich mir sogar vorstellen, meinen Sims doch mal anzuziehen. Hier so. Auch ein bisschen neutraler, finde ich ganz gut. Jetzt mit dem anderen Set. Dieses Oberteil hier finde ich persönlich eigentlich ganz cool. Gefällt mir ganz gut. Ist ein bisschen länger. So kommt es mir jetzt zumindest spontan vor. Normalerweise sind die ja irgendwie nicht so geschnitten. Also auch mal wieder ein bisschen was anderes. Wir haben eine neue Jacke bekommen. Oh, die sieht sehr gemütlich aus mit diesem Fell. Haben wir mal so eine richtige Felljacke bekommen? Also das ist auch eine interessante Kombination. Also so Fell und dann dieses, das hier. Also es sieht auf jeden Fall ziemlich modern aus. Könnte ich mir so vorstellen, dass man das auch in echt öfters sieht. Ihr seht schon, es sind viele helle Töne auf jeden Fall dabei in diesem Set. Da haben die Entwickler sich dann auch ein bisschen was dabei gedacht. Das zieht sich hier auf jeden Fall so ein bisschen durch. Wir haben hier auch noch andere Muster natürlich. Doch, ja, Auswahl, also von den Oberteilen finde ich eigentlich bisher ganz gut. Dann schauen wir mal, gibt es neue Hosen? Oh, es gibt sogar eine ganze Menge an neuen Hosen. Wir haben einmal dieses. Na, da sollte, glaube ich, klar sein, aus welchem Set das hier kommt. Gefällt mir persönlich, ja, auch ganz gut. Es passt zum Oberteil auf jeden Fall. Ist immer auch wieder ein bisschen was anderes. Hatten wir so auch noch nicht. Oh, die Farben und die Muster finde ich ja wirklich ganz cool. Auch so ein bisschen leicht grellere Farben. Dann haben wir diese Hose. Ja, ehrlich gesagt, ganz ehrlich, viele der Hosen, die wir so dazu bekommen, sehen irgendwie alle ähnlich aus. Also ich meine, okay, hier dieses Muster, sie sieht jetzt eher so ein bisschen lockerer, legerer aus. Wenn es eine von den beiden Hosen nicht geben würde, wenn man mir einen Screenshot zeigen würde, dann würde ich das wahrscheinlich gar nicht merken. Wir haben einen Rock für Männer bekommen. Ich glaube, das ist sogar der erste Rock, der auch wirklich für Männer kategorisiert ist. Ja, also von den Farben natürlich jetzt auch wieder passend zu den anderen Objekten des Sets. Dann haben wir eine neue Hose bekommen. Oh, hier mit so Rissen und so einem runterhängenden Gürtel, der leider jetzt nicht unbedingt 3D ist. Das heißt, er ist nur auf die Textur draufgezeichnet, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ja, doch, die finde ich sogar eigentlich ganz schick. Die würde ich, glaube ich, auch selber anziehen. Eher Jeansfarben, eher dunkle Farben, die irgendwie alle einigermaßen ähnlich aussehen. Dann haben wir diese Hose bekommen. Also wirklich doch einigermaßen viele Beinbekleidung. Und hier auch mal so ein bisschen was Weiteres. Das sieht ja cool aus. Die sitzt
Also ganz ehrlich, ich glaube, die ist mega gemütlich, wenn man die so anhat. Und sie, wie man vielleicht im Video auch erkennen kann, die glänzt so ein bisschen, die reflektiert. Das finde ich auf jeden Fall ganz cool. Ja doch, von der Auswahl ist es auf jeden Fall so ein paar ausgefallenere Sachen dabei. Das wirkt für mich jetzt so ein Hybrid aus einer Jogginghose und ja, diesem allgemein diesem Stil finde ich gerade irgendwie ganz witzig. War vielleicht da auch so ein bisschen die Intention dahinter. Keine neuen Accessoires. Das wundert mich jetzt ein bisschen, glaube ich, nur für die Frauen, beziehungsweise auch nur oben, also die Accessoires fürs Gesicht quasi. Wir haben ganz viele neue Schuhe bekommen, da habe ich schon auf Twitter gesehen, dass sie ziemlich gut angekommen sind. Ja, wenn man durch die Innenstadt läuft, dann sieht man diese Schuhe gefühlt ganz oft. Wirkt so ein bisschen inspiriert von einer ganz großen Schuhmarke, sage ich jetzt mal, die mit N anfängt, also beziehungsweise mit A anfängt auch. Finde ich eigentlich für den Realismus ganz gut, weil ja, die Schuhe, so welche in der Art, so ganz normale Sportschuhe, haben wir gar nicht so viel. Also die man jetzt auch so selber anziehen würde, würde ich jetzt mal behaupten. Nicht verwechseln, Die sind aus dem Retro-Fit und Chic-Set, die sind nicht neu. Aber diese hier, die gehören dann zum Inschen Style-Set. Hier nur wenige Farbalternativen. Sandalen sind jetzt sowieso nicht so mein Fall. Aber ja, wir haben sie bekommen. Die passen auf jeden Fall zum Stil dazu. Das kann man ganz klar sagen. So, wir haben drei neue Accessoires bekommen. Einmal diesen Nasenring. Ja, sogar mit kleinem Diamant dran. Hatten wir, glaube ich, auch so noch nicht. Nur quasi normale Ringe, sage ich jetzt mal, ohne diesen Diamant. Dann haben wir diese sehr extravaganten Ohrringe bekommen. Die erinnern mich, ich finde, es sieht so ein kleines bisschen aus, als würde da Peach aus dem Mario-Universum dranhängen. Aber, wer die schick findet, kann die seinen Sims natürlich gerne anziehen. Dann haben wir diese Brille bekommen, die ich persönlich eigentlich ganz stylisch finde. Wir haben insgesamt 5 neue Gesamtoutfits für Männer bekommen. Da haben wir einmal hier so, guck mal, so ein Hybrid aus der Hose, die wir vorhin hatten und wirklich diesem bisschen weiter geschnittenen Oberteil. Also vom Stil ist es auf jeden Fall schon ziemlich krass. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir dieses Gesamtoutfit. Wirkt für mich so ein kleines bisschen femininer. Ist auf jeden Fall auch in ganz bunten Farben wieder da. Wir haben einmal, das Outfit finde ich persönlich eigentlich ganz schick. Das haben wir auch in verschiedenen Farben. Hier mit so ein bisschen diesem nicht ganz zugeknöpften Oberteil. Ich mag das irgendwie immer, wenn irgendwie so ein Outfit ein bisschen was Besonderes hat. Zum Beispiel das da. Das ist immer ganz gut, als wenn die x-te Hose im genau gleichen Stil dann irgendwie mit dabei ist. Genauso wie vorhin dieses Oberteil mit diesem kleinen Accessoire. Oh, das sieht natürlich auch krass aus. Würde ich persönlich, glaube ich, niemals anziehen. Aber es sieht wirklich... Doch, ich glaube, es gibt viele Sims, die das auf jeden Fall tragen können. Das sieht an sich eigentlich auch ganz schick aus. Oh, sogar hier mit Muster. Aber was auffällig ist, bei diesem Set ist es halt ein bisschen so, dass da wirklich wenig Muster drin sind. Das ist alles sehr einfarbig, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber ich wollte das mal erwähnt haben. Und wir haben dieses Gesamtoutfit. Auch, also auch ein bisschen pastellige Farben dabei. Die Farbkombination finde ich ja persönlich sehr cool. Dann würde ich sagen, brauchen wir natürlich noch eine Frau, um die restlichen Objekte des Packs zu zeigen. Sie hat ein total interessantes Gesicht und sie hat ebenfalls schon dieses neue Accessoire hier an. Aber ich würde sagen, wir fangen auch wieder mit den Oberteilen an. Da sehen wir jetzt auch schon, welche neu sind. Das ist einmal dieses hier. Oh, die Farbe ist cool. Dieses leichte Lila gefällt mir ganz gut. Wir haben hier wieder ein paar bunte Sachen. Oh, und diesmal auch mit Farbverläufen so ein bisschen gearbeitet. Auch wieder so ein bisschen glänzend. Also das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Da haben wir hier eines mit wieder krasseren Mustern. Ja, so ein gemütlicher Pulli hier so oben so ein bisschen ausgeschnitten, sage ich jetzt mal. Und auch wieder was Schickeres. Mit dem Inschen Style Set natürlich. Und ein Pulli, der auch wieder so ein bisschen weiter geschnitten ist. Das gefällt mir wirklich eigentlich ganz gut. Ist ja, also ich habe, wie ihr wisst, habe ich gar keine Ahnung von Mode, aber ist es nicht gerade auch so ein bisschen Trend, dass es so ein bisschen weiter ist? Ich glaube es zumindest. Dann haben wir dieses Oberteil, was ich persönlich gefühlt in die Sims 4 schon 1000 Mal gesehen habe,
Aber was ja jetzt auch nicht so schlimm ist. Oh, okay, es hat einen hohen Kragen. Das haben wir, glaube ich, auch nicht so oft. Und ebenfalls enthalten ist dieses Oberteil hier mit so ein bisschen weiteren Ärmeln. Und auch hier wieder so ein bisschen... Stimmt, alle oder viele von den Klamotten aus diesem Set sind so ein bisschen mehrschichtig irgendwie. Also die Sims haben gleich zwei Oberteile hier übereinander an. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Haben wir auch nicht so oft. Dann an Kombination auch dieses Gesamtoutfit hier. Von den Farben ist es natürlich wirklich, wirklich genial. Also so Farbverläufe, finde ich, bringen da direkt immer so ein bisschen noch was Cooleres rein, weil ich allgemein diese Farbverläufe mag. Das ist natürlich auch eine interessante Kombination. Also ihr müsst auf jeden Fall auch immer, wenn ihr die Objekte mal ausprobiert, auch durch die Farbalternativen durchklicken. Da verbergen sich sehr oft verschiedene Muster, ein bisschen verschiedenes Aussehen, verschiedene Ideen, wie hier mit diesem zweifarbigen. Also da muss man auf jeden Fall mal ein bisschen durchklicken. Und dieses Gesamtoutfit für den Abend, glaube ich, perfekt. Im Alltag dann doch etwas extravagant, würde ich jetzt mal so behaupten. Und wir haben dieses Gesamtoutfit bekommen. Diese großen, langen Mäntel, die auch so ein bisschen weiter sind, ziehen sich hier auf jeden Fall durch dieses Set durch. Und auch ein bisschen was Klassischeres hier wieder, auch mit Rollkragenpullover. Also ich finde, ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Schirm. Ich dachte, die Koreaner haben eigentlich so einen ziemlich ähnlichen Style. Aber ja, man merkt jetzt auf jeden Fall, die haben da doch eigene Sachen, die ich eigentlich echt ganz schick finde. Es unterscheidet sich schon stark von den Sachen, die wir so teilweise tragen. Ich habe das Gefühl, die Objekte sind auch einfach so ein bisschen, sagen wir mal, stylischer einfach. Also so von den Objekten hat man wirklich das Gefühl, dass da nicht so viele Leute einfach nur mit irgendeiner langweiligen Hose und einem langweiligen T-Shirt rumlaufen, sondern dass sie sich da schon auch ein bisschen Gedanken machen. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Dann haben wir auch eine Menge an verschiedener Beinbekleidung, was ich wirklich krass finde, weil normalerweise bekommen wir, glaube ich, gar nicht mal so viele Sachen. Zumindest in der Beinbekleidung. Normalerweise ganz viele Frisuren, ganz viele Oberteile und gar nicht so viele Hosen. Aber für alle, die auf jeden Fall auch mal mehr Auswahl bei den Hosen brauchen, sind die Sets eigentlich, glaube ich, ganz gut. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, dieses Set hier ist fast, also für meinen Geschmack, gerade das bessere Set. Oh, ein Rock mit diesen Falten haben wir auch nicht so viel im Spiel. Wir haben ein neues Accessoire bekommen. Das gibt's auch wieder in verschiedenen Farben natürlich. Und auch schuhmäßig haben wir hochhackige Schuhe bekommen, die eigentlich ja doch ganz schick sind. Wie ihr schon merkt, die waren, glaube ich, auch die Inspiration für das Pack-Symbol. Das sind ja auch diese Schuhe hier. Erwähnenswert ist natürlich noch, es gibt wirklich keine neuen Objekte für Kinder oder für Kleinkinder. Also das ist auf jeden Fall wirklich nur für die Erwachsenen ausgerichtet. Finde ich persönlich ziemlich schade, vor allem wenn man bedenkt, wir haben ja wirklich sehr viele Hosen bekommen. Vielleicht hätte man dann doch wenigstens so ein, zwei, drei Sachen für Kinder und Kleinkinder entwerfen können stattdessen. Wir haben auf jeden Fall diesen Halsring bekommen, sage ich mal. Der ist auf jeden Fall auch ganz schick. Haben wir auch nicht so viel im Spiel. Also ich habe das Gefühl, so ideenmäßig haben die Entwickler hier also sich wirklich auch Gedanken gemacht. Manchmal, bei manchen Packs denkt man sich so ein bisschen, ja, das ist jetzt so ein bisschen, nennen wir es mal Allerweltsobjekte, die könnten irgendwie überall drin sein. Hier in diesem Set, nicht unbedingt der Fall. Was man meiner Meinung nach auch sehr schnell übersieht, sind die neuen Tattoos. Es gibt diese neuen Henna-Tattoos. Ja, wirklich vom Stil ziemlich krass. Ich weiß gar nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie in echt jemanden damit rumlaufen sehen. Aber die gibt es natürlich. Und auf der anderen Seite haben wir diese neuen Henna-Tattoos. Quasi eigentlich nochmal das gleiche, bloß spiegelverkehrt. Für jede Hand kann man jetzt quasi welche hinzufügen. Und damit wären wir eigentlich auch schon am Ende angekommen. Das waren jetzt, außer ich habe ein paar vergessen, eigentlich wirklich dann die neuen Outfits. Jetzt natürlich, es gibt natürlich auch neue Gesamtoutfits, aber das gibt es ja so gefühlt bei jedem Set. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. Wenn ihr die hier nochmal quasi kombiniert sehen wollt, die Entwickler toben sich da ja auch immer so ein kleines bisschen aus. Oh, da merkt man, das passt auf jeden Fall mustermäßig echt ganz gut zusammen. Doch in sich sind die Objekte auf jeden Fall ziemlich schick.
Also ich glaube, wenn man mal so 5 Euro übrig hat, wenn man einem anderen Sim-Spieler gerne was schenken will, ist es auf jeden Fall kein Problem, da zuzuschlagen. Von der Objekteanzahl liegen wir da bei 22 und 26 Objekte. Ist jetzt natürlich an sich nicht so mega viel. 5 Euro, wenn man quasi das jetzt zusammenrechnet, würde man ungefähr auf ein Accessoire-Pack kommen. Da hat man jetzt aber halt kein neues Gameplay so. Also ja, rechnerisch zumindest lohnen sich dann die Accessoire-Packs, Gameplay-Packs, Erweiterungspacks deutlich mehr natürlich. Aber wenn ihr wirklich diesen Stil mögt und wenn ihr sagt, ja, das ist auf jeden Fall einzigartig, gab es so in anderen Sets noch nicht, beziehungsweise anderen Packs meine ich. Spricht doch eigentlich nichts dagegen, da zuzuschlagen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches von den beiden Sets euer Favorit ist und vielleicht auch so ein bisschen, ja, wie ihr so die Objekte allgemein findet. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ist auch so ein bisschen dann die Sache, dass ich mich dann eher wirklich dann wieder auf größere Packs freue. Aber ja, für zwischendurch sind die Sets eigentlich immer ganz cool. Und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos hier auf simsblog.de wieder.